Servus, das ist ein Gaming-Verband. Ich bin Lukas, mit dabei ist der André und der Raul. Hallo. Hallo. Und ich bin ganz schön am Boulder kaufen. Gibt die Mercedes-Traktoren auch in LS? Mit Mods, ja. Cool. In der Session haben wir mehr ausgegeben, als wir bisher eingenommen haben. Ja, ich weiß, das ist peinlich. Nee, nicht eingenommen, aber halt bisher ausgegeben haben. Gefühlt. Wann kaufst du denn? Ich kann es jetzt richtig ausnutzen. 158.000. Also richtig, jetzt ausnutzen. Mach. Jetzt soll ich? Wenn du unbedingt möchtest. Wir haben genug Geld. Also ich hätte die Kombi für 159.250. Ja. Also hätte mir noch genau 300 Euro. Ja, wie lange? Aber ja, hätten wir. Ich glaube 175 PS, 165 reichen erstmal, oder? Also ich kann ja aufrüsten auf 195. Ja, kann. Ja, mach gleich 195, würde ich sagen, oder? Jetzt kann man es nicht mehr leisten, da fehlen es 5000. Achso, warte, ich verkaufe schon einen Anhänger. Dann lass lieber sparen auf 200.000, dass wir da ganz safe sind. Ich will dann erstmal durchziehen. Oder? Nein, du machst es nicht. Doch. Nein, wir haben gerade die Aufnahme begonnen. Vielleicht, ich bin gar nicht mehr sicher. Und haben wir die Aufnahme schon begonnen, ja, oder nicht? Haben wir. Okay. Hast du noch was? Dinge machen ja beide voll, ne? Also wir haben jetzt fast 500. Also wenn wir jetzt beide voll machen, hätten wir dann 20, also wenn wir jetzt auf 40.000 gehen, dann hätten wir 20.000. Wären wir auf 179, also 180 gerundet, dann wären wir auch safe. Ja. Ja gut, deiner hat eh genug PS, also dem wir. Aber deiner ist. Machen wir deiner Chip-Tuning? Ja. Wie viel? 40%, also. Mann. Aber ich habe auch nötige 3000 gezahlt. Ja, ich kann meine auf jeden Fall auch Chip tunen, aber ich weiß noch nicht wie viel Prozent. Ich wollte mir weißt einfach mal gönnen. Ich möchte echt gerne jetzt abtanken, weil dann kann ich gleich verkaufen vorne, wenn du willst. Nee, ich bin noch nicht voll. Oh. Ja, mach voll, dann mach ich alle jetzt. Blut. Wie viel Prozent hast du denn jetzt? 57. Okay. Das ist immer schön, wenn man nicht aufnimmt, da kann man schön rumstehen und zuschauen. Gefuckt, Ruben. Das kann auch Raul nächste Woche machen. Ja, was? Aber wir haben Zeitdruck. Bevor wir wieder spulen, sollten wir halt auch ansehen. Oh. Junge, steh nicht drum. Ich fahr doch. Grubbern oder pflügen und dann geht's. Düngen oder du düngst die Grasfelder, das geht auch. Ja, kann ich auch. Wenn du was du möchtest, kannst du jetzt machen. Aber haben wir einen Grubber und einen Tiefenlocker, ne? Haben wir. Ein Grubber und einen Tiefenlocker, genau. Perfekt. Ich muss einfach die Bremse ausschalten, dann fahre ich hier viel leichter rauf. Soll das Feld auch gleich düngen? Ja, alles am besten. Okay. Okay, das Feld geht nicht. Grasfeld will er noch nicht. Doch, Grasfeld auch. Welches? Wo bist du?
Ich bin jetzt im Feld 4, das will er noch nicht. Okay, das will er. Aber das Gras im Feld 4 will er noch nicht. Haben wir doch Dünger? Weiß nicht, irgendwo wird sicher irgendwo was stehen. Nee, weil hier ist ja noch 35%. Soll ich eine Erntemission annehmen für Rauldan? Das machen wir in der nächsten Session. Okay, machen wir. Wie viel der Folge ist das jetzt insgesamt vom Projekt? Wir sind über 20. Also ja, wir sind locker. Wir sind schon, glaube ich, fast an den 30. Boah. Ich hätte noch ein Update zu David. Ja. Zu dem Allmann David. Also wir sind schon zur Info. Er hat heute ein neues Member bekommen mit einem neuen Prozessor. Welchen? Glaub, Ryzen 5 3600, ich glaube. Und den ist er gerade am PC installieren, aber heute hat er keinen Bock mehr drauf. Kann man keinen Bock drauf haben, einen PC zu bauen? Wie geht denn das? Das ist David. Was ist mit ihm? Ja, der geht gefühlt um 10 Pennen, also. Ja, das Penny ist. Außer er spielt Among Us. Das muss ich gleich schauen. Wie kann man denn abends kein Bock haben, einen PC zu bauen? Den ganzen Tag mit Bock, PC zu bauen. Und ja, nee, ich geh lieber schlafen. Hallo, der Prozessor kann einfach gut gehen über Nacht, ja? Ja, safe. Ja, ist die Entladung und so, aber ich weiß, was du meinst. Nee, aber. Ja, doch. Ich hatte gerade. Ja, gut, ja, ich hatte aber schon Bock eigentlich. Einfach abends, bevor ich den PC zusammenbaue und dann früh einfach testen, ob er geht. Ja, ja, du weißt, die SD-Entladung und so. Ja. Ins ganz schön. Er hat ja nur eine HDD. Nee, er hat eine SSD, aber die Daten von SSD zu der HDD. Warum? Keine Ahnung. Warum auch immer. Also, ich hab damals. Terabyte HDD auf eine SSD umgezogen, hat geschlagen, fast einen halben Tag gebraucht. Boah. Also, boah. Ich sag, bei mir kriegt es auch gerade komplett, ne? Bei mir kriegt es gerade die Müdigkeit gerade komplett, ist unglaublich. Bei mir auch. Ja, ich bin auch langsam ein bisschen. Also, Lukas, wenn man sich, also du, ich glaube, ich denke mal, du weißt das. Sollte es halt Raul auch wissen. Wenn man einen Server sich holt, beziehungsweise sich eine macht, aus einem PC, wo du einfach nur reinen Datentransfer machen möchtest, so als Cloud-Server, dann kannst du in der Minute bis zu ein paar, also du kannst halt sehr hohe Upload und Download zahlen. Ja, meine Frage, kann man auch LS-Server oder irgendwelche Servers dich selber machen? Ja, kannst du. Weil ich bin nämlich gerade dabei, einen Minecraft-Server selber zu erstellen, also weil ich habe jetzt einen Betrieb, also. Über deinem PC. Ne, nicht über meinen PC, wir haben einen Xeon-Prozessor als Server, Server halt im Büro stehen und den darf ich halt auch dafür verwenden, deswegen. Ja, okay, bin ich klar. Ich gerade ein bisschen dran rum. Okay. Und deswegen wäre eigentlich auch geil, da könnten wir auch gleich andere Spiele mit drüber laufen, aber so brauchen wir halt kein Geld für irgendwelche Server bezahlen. Achso, ja. Und eigentlich heute kann man dann auch LS und sowas überzeugen, wenn das geht.
Wenn es geht, ja, wenn da unten ist noch 100.000 Leitung, also Internet ist das auch mega geil, also. Wenn das geht, dann soll ich es. Wischli, kennt sich damit mehr ein bisschen aus? Müssen wir das mal zusammen machen? Ja, ich kenne einen, der kennt sich aus. Der hat gesagt, der könnte mir helfen. Also bei Minecraft ist es so, du musst halt nur True and False eingeben. Da gibt es direkt von Minecraft selber, also von. Ja, genau. Man selber auf der Website das Zeug, ja. Ja, genau. Warum Server kaufen, wenn man es selber machen kann? Ja. Gut, nicht jeder hat jetzt einen Xeon-Prozessor Dings als Server zu Hause rumliegen oder im Büro rumliegen, aber. Ja doch. Wenn ein Server immer mit Xeon-Prozessoren oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil du kannst theoretisch auch alte Server bei eBay kaufen. Die sind auch gut. Nur Centers, die sowas haben, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, egal, also zumindest die müssen die Prozessoren öfters tauschen, und wenn so ein Xeon-Prozessor hält locker 10-20 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Muss er ja, also Server, gut, man möchte vielleicht schon alle 6 Jahre oder so, oder mindestens alle 10 Jahre. Maximal würde ich sagen, den Server mal tauschen. Und in den meisten Servern sind auch zwei CPUs, also Xeon-Prozessoren. Ja, wenn die eine ausfällt, damit die zweite weiterarbeitet und der Server nicht zum Stillstand kommt. Oder. Wie kann man das so einrichten? Was? Dass die zwei CPUs laufen parallel, also die gleichzeitig laufen. Ja, die laufen auch gleichzeitig, aber wenn die eine ausfällt, hat die andere noch immer so viel Leistung, dass sie die zweite nicht braucht. Dann läuft er trotzdem weiter? Ja. Zwischen neun. Es ist ja mehr oder weniger so, die eine läuft auf Sparflamme, die andere nicht. Die machen beide die Leistung. Gut. Kann auch sein. Ich kenne mich da jetzt nicht so viel aus, aber so hätte ich mir es gedacht. Gut, sinnvoll wäre ich schon, ja, aber. Wie viel Prozent bist du? Ist das voll? Bin gerade voll, ja. Wie voll ist der Anhänger, weißt du das? Der ist zu. Weiß nicht, wie viel Prozent. Soll ich Anhänger herfahren? Auf 502, nice. Ich kann ihn auch holen, aber. Du musst. Der steht da, du kannst auch die Premos abkuppeln und einfach holen, das geht auch. Ja, ich bin jetzt am Grubbern, deswegen. Ich stell mir vor, das Ding hätte keine Bremse, weil er den Berg noch rollen. Er hat Keile. Sehr schlecht. Hat der Keile, es geht schon. Ja. Also, ich glaube, kurz haben wir noch, oder? Ja, noch 7 Minuten. Ja, kurz noch. Knapp. Ja, ich muss sagen, ich freue mich halt jetzt zur Zeit, ne? Rollt die Presse bei dir auch nach hinten, wenn du meinen Stream anschaust? Ja, irgendwie schon. Ich bin leider zu weit weg und ich bin nicht im Stream zu schauen. Die rutscht, ja. Die macht doch irgendwie nicht ganz. Ach, wegen 3 fucking 1000 Litern geht sich's nicht aus, aber die haben wir gleich.
Ich muss sagen, ich freue mich aber. Bei denen, ich habe heute auf Arbeit Urlaub beantragt. Für Weihnachten? Jo, also drei Wochen Weihnachtsurlaub. Schmeckt komplett. Nee, ich. Und dafür nur vier Urlaubstage verballert. Schmeckt komplett, gell? Lässt dir das gut gehen. Ja, alle drei Wochen Weihnachtsurlaub, sorry, wenn man es kann. Schau, ich bin der Meinung, heuer durch Corona habe ich jetzt nicht wirklich Bock, zu Hause zu bleiben, weil man kann eh nirgends hin und drei Tage über Weihnachten zu arbeiten bis Silvester geht eigentlich. Also. Ja, natürlich geht das, aber wir haben da eh schon Urlaub. Ja, ich bleibe lieber im Sommer zu Hause. Finde ich viel geiler. Vielleicht müssen wir ja bald nicht mehr arbeiten. Vielleicht haben wir ja bald ganz viele Abonnenten. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr arbeiten. Ja, ich hoffe es. Das wär... Gefällt dir deine Arbeit nicht? 24/7? Ja, hätte ich Bock drauf. Aber ich würde ganz ehrlich meine Lehre trotzdem fertig machen. Natürlich. Ja, safe. Würde ich auch fertig machen. Also, sorry, das ist komplett los. Wenn wir viel zu erfolgreich wären und wir brechen dann Ausbildung ab, das ist komplett los. Das ja. Ich meine, gut, vielleicht wächst du dein ganzes Leben halt damit, aber. Ja, trotzdem, ja, trotzdem hast du dann eine Ausbildung gemacht. Echt so. Schauen wir, sind 5 Leute. Ja. Und wenn jeder in der Woche 2 Videos aufnimmt, oder für die Woche 2 Videos aufnimmt, reicht das schon. Und 2 Videos für 40 Minuten am Tag hat man ja Zeit. Wenn man Berufsschule zum Beispiel ist. Weil, Lukas, wenn ich Berufsschule bin, werde ich auch nicht viel Zeit mehr haben, gell? Nur so nebenbei. Ja, das, wie gesagt, ich bin eigentlich immer relativ kulant, wenn ihr mir halt. Du. Ich sag mal so rechtzeitig Bescheid sagt. Nein, kein Tag vorher übrigens. Dann ist es ja für mich okay. Aber hat mich vorher mal ganz nice zu wissen. Wenn ich doch keinen Unterricht habe, sondern eine Berufsschule, dann wäre es so sein, dass ich dann auch in so ein Wohnheim gehe, also hier ist hier Schüler gehen gewesen. Wohnheim, hier, Internat. Ja, ich wäre dann nämlich auch in einem Internat. Ja, da wäre ich auch noch am Wochenende zu Hause, also in der Woche. Ja, Ding, wie gesagt, wenn ihr mir Bescheid sagt, für mich ist das okay. Ich find's relativ scheiße, wenn man einen Tag vorher Bescheid sagt. Ja. Ich geh jetzt die Anhänger gleich verkaufen. Beziehungsweise die vollen Anhänger, so. Das ist halt gemeint. Wir haben halt noch so viel zu pressen und ich habe jetzt schon 60.000 Liter fertig. Ja, wie gesagt, wir brauchen halt Geld. Da freue ich mich schon mal nächste Woche drauf, so grob an. Ja. Das hat halt jeder schon mal gemacht, Robert, bei uns. Ja. Ja. Also ich habe gesät und gegrubbert und du hast nur gegrubbert. Gesät habe ich glaube ich noch nicht. Ja, ich weiß. Ja.
Ich schau, wie viel Geld es gibt, ne? Ui, ui, okay, es wird ein Bulldog gekauft. Anneke, müsst ihr der Folge noch rollen? Schau mal. Schon, oder? Ja. Okay, dann wird jetzt noch einer gekauft. Ich bin ein 6R Medium. Für mich? Ja, safe für dich. Und der nächste Traktoraufstockung wird dann für Raul sein. Oder ja, wenn er mal ein bisschen arbeitet. Ja, oder vielleicht ein Mähdrescher. Mähdrescher wäre, glaube ich, auch ganz gut. Nee, irgendwas für Baum verfällt. Bisschen Forst, Jungs. Bisschen Kettensägen. Wir kriegen 20.000 auch noch zusammen. Bisschen mit Handsäge. Ach, knapp. Jetzt auf der Goldfolierung? LOL. Gibt's das echt? Ja, der hat Goldfolierung. Das sieht auch ganz geil aus. Schwarzer Johnny. Aber so geil schaut er nicht aus. Schwarz. Schwarz-gelb. Ja. Ja, okay, scheiß drauf, ich mach halt einfach schwarz-gelb. Oi. Alles wird gekauft. Haltet euch fest. Willst du vielleicht dabei sein? So, liebe Zuschauer, ich fahr jetzt auf den Hof, ihr werdet ja gleich den sehen. Okay, ich hab grad was vergessen. Ich hab mein Front-Hydraulik vergessen. Bräuchte er nämlich. Lukas, könntest du ja wieder auch mal mähen, oder? Ja. Aber erstmal gleich, aber erst heißt den Zuschauern jetzt den neuen schönen Johnny. Und dann ist die Folge schon wieder aus. Ja, safe für dich, Raul, safe. Also wenn du ein bisschen gearbeitet hast, dann vielleicht, aber aktuell nee. Erstmal arbeiten, ja. Du musst erstmal arbeiten, sonst wird das hier gar nichts. Du musst erstmal beweisen, was du kannst. Ja, genau. Alles. Holz. Du kannst alles. Ist klar. Bist du mit Controller oder mit Lenkrad fahren? Ich weiß es nicht, mal gucken, ob ich ein bisschen Platz habe auf meinem Ding. Alle, du bist mir. Ich denke ich auch mit Controller. Ich bin gerade am Feld, aber steig mal aus deinem Traktor. Ich komme jetzt zu dir, deswegen. Schau jetzt nicht hin. So, jetzt kannst du gerade schauen. Also. Ui. Oi. Oi. Das schaut schon geil aus, ne? Stell ihn doch mal zu meinem. Ui. Ui. Jetzt haben wir rein Johnny hoch. Dreh das Licht auf. Jetzt gibt es ein kleines Thumbnail. Ich probieren, ob der Frontal funktioniert. Werde ich bis zum Abbrech verkaufen. So, Lukas. Hier. Achso, ja. Achso, machen wir Feierabend jetzt? Ja. Achso. Was? Liebe Zuschauer, dann verabschiede ich mich für heute. Das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, wir werden jetzt vielleicht noch die Heupellets fertig machen. Schauen wir mal, wie wir wollen noch. Und dann ciao.